I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 3. Februar 2021. Schönen guten Morgen und ein besonders schönes guten Morgen an meine vier neuen Abonnenten, die seit gestern dazugekommen sind. Tolle Sache, jetzt sind wir 96 hier, natürlich auch den anderen 92 einen ganz wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr auch noch dabei seid. Und was haben wir gestern einen tollen Fußballabend gehabt? Alle miteinander, oder? Tolle Spiele, tolle Ergebnisse. Dortmund gegen Paderborn. Meine Güte, Dortmund führt 2-1, Dortmund führt 2-0, dann 2-1. Und in der Schlussminute erzielt Haaland das vermeintliche 3-1. Das wird zurückgepfiffen. Da steht auf der anderen Seite nach Videoschiedsrichter-Einsatz. Elfmeter für Paderborn, Ausgleich 2-2. Und 5 Minuten später in der Verlängerung macht Haaland dann doch sein Tor zum 3-2. Es ist wieder lange Diskussion, minutenlang Kommunikation aus Köln zum Schiedsrichter und zurück. Diesmal wird dann entschieden, das Tor zählt und die Diskussionen reißen nicht ab. Steffen Baumgart nach dem Spiel total sauer. Guckt euch die Szene nochmal an, wenn ihr da es nicht gesehen habt. Das ist auf jeden Fall noch sehr viel Gesprächsstoff, denke ich, der da drin steckt. Am Ende gewinnt aber Dortmund und zieht ins Viertelfinale ein. Ebenso wie Kiel. Nach dem großen Erfolg über die Bayern in der vorigen Runde kam jetzt Darmstadt und es ging wieder ins Elfmeterschießen. Und da haben sie sich auch lange hin und her behakt. Am Ende nach 18 Elfmetern, die geschossen wurden, fast wären die Torhüter noch drangekommen, gewinnt dann doch Kiel ganz knapp auch gegen Darmstadt und steht damit ebenfalls im Viertelfinale. Da steht auch Rot-Weiß Essen als Viertligist, denn die haben völlig sensationell nicht nur die Verlängerung erreicht gegen Leverkusen, die haben die Verlängerung auch gleich nochmal gewonnen mit 2-1. Also Riesending, Rot-Weiß Essen drin, Leverkusen raus, wer hätte das gedacht? Ja, und Bremen führt 2-0. Das war das humorlose Spiel des Abends, aber den Bremern wird es egal sein, Hauptsache ebenfalls eine Runde weiter. Toll, toll. Ebenfalls eine Runde weiter in Spanien und zwar im Halbfinale steht der FC Sevilla. Die haben nämlich gewonnen beim Zweitligisten Almeria, auch knapp mit 1-0, aber hat gereicht, um ins Halbfinale der Copa del Rey einzuziehen. Und in der Coppa Italia, da sind wir schon im Halbfinale, da gab es das Hinspiel gestern zwischen Inter und Juve. Cristiano Ronaldo hat mit 2 Treffern das Spiel mit 2-1 für Juventus entschieden, aber das ist eben noch nicht das letzte Wort, was gesprochen ist. Kommende Woche gibt es das Rückspiel dann in Turin, da ist also noch alles drin. Und dann war in England noch richtig was los. Meine Güte, die Premier League hat einen Spieltag unter der Woche. Kein Pokal ausnahmsweise, sondern Ligaspieltag. Und da war auch einiges geboten. Arsenal hat verloren zum ersten Mal wieder nach 7 Spielen. Und zwar in Wolverhampton. Und nicht nur das Spiel, sondern auch noch 2 Spieler. David Luiz und Bernd Leno. Beide vom Platz geflogen, glatt rot. Huiuiui. Mit 9 Mann haben sie das Ding zu Ende gebracht. Und eben aber auch leider verloren dann am Schluss. Sheffield United hat seinen 3. Sieg eingefahren gegen West Bromwich Albion. Das ist insofern bemerkenswert, weil die nämlich jetzt nur noch einen Punkt hinter West Brom liegen in der Tabelle. Und den 2. Sieg, den haben sie gerade vor kurzem gegen Manchester United geholt. Das war ja sehr sensationell damals, als United noch Tabellenführer war. Das sind sie gerade nicht mehr, aber da wollen sie wieder hin. Und was haben sie gemacht, Manchester United? Sie haben gestern gegen Southampton gewonnen. 9-0. Kann man mal machen, wenn man wieder an die Spitze will. Allerdings auch hier Southampton mit 2 Platzverweisen, am Schluss nur noch zu 9. Da war auch richtig ordentlich Zunder drin in diesen Spielen. Und zwar so, dass wir sagen, Mensch, heute geht der ganze Spaß gerade weiter in all diesen Wettbewerben. Da freuen wir uns drauf. Es geht los um 18:30 wieder im DFB-Pokal. Und zwar mit RB Leipzig gegen Bochum. Der Zweite der Bundesliga gegen den Zweiten der Zweiten Liga. Und gleichzeitig Wolfsburg gegen Schalke. Das letztere Spiel ist zu sehen auf Sport 1 im Free TV. Beide anderen Spiele und generell alle Pokalspiele natürlich auch bei Sky Sport live zu sehen. Aber eben Sport 1 auch mit dem Free TV-Spiel dieser Runde dabei, Wolfsburg gegen Schalke um 18:30. Noch ein Free TV-Spiel gibt es am Abend und zwar um 20:45. Da zeigt das erste Stuttgart gegen Gladbach. Parallel dazu und auch auf Sky natürlich zu sehen, wie auch Stuttgart-Gladbach, gibt es Regensburg gegen Köln. Und natürlich gibt es auf Sky auch dann die große Konferenz aus all diesen Spielen. Wenn es dann Verlängerungen und Elfmeterschießen gibt, dann wird hin und her geschaltet. Wir kennen das Spielchen ja. Also da gibt es einiges zu gucken. Wer nicht gucken möchte, sondern hören, der ist auch am Start, gegebenenfalls bei sportschau.de. Da gibt es nämlich eine Audiokonferenz aus all diesen Spielen dann wieder ab 18:30 zusammengeschaltet. Spanischer Pokal geht weiter, Copa del Rey auf The Zone zu sehen um 19 Uhr, Levante, das sind die, die gerade am Wochenende gegen Real Madrid gewonnen hatten, die treffen jetzt auf Villarreal und um 21 Uhr Granada gegen Barcelona mit dem halbe Milliarden Messi
am Start. Mal gucken, wer da noch ins Halbfinale kommt, zusammen mit Sevilla. 2045 das zweite Halbfinale in Italien. Neapel gegen Atalanta Bergamo. Aber auch hier Hinspiel. Das bitte beachten, da wird also noch niemand weiterkommen. Dann haben wir die Premier League, die hat 5 Spiele am heutigen Abend. 19 Uhr geht's los. Unter anderem im Einsatz Manchester City, Leicester City, Everton, Liverpool. Und das Top-Spiel, muss man sagen, vom Namen her überhaupt nicht, aber von den Tabellensituationen her ist es das so ein bisschen. 21:15 Aston Villa gegen West Ham United. West Ham, sagte ich ja schon, die stehen da oben auf Champions League-Kurs und Aston Villa liegt zwar momentan noch so ein bisschen unterm Radar, aber die haben noch so viele Nachholspiele. Wenn die gewinnen, sind die auch oben im Champions League-Bereich mit drin. Alles das auf Sky Sport zu sehen, kann man auch Premier League dann schauen, von 19 Uhr bis nach 11, wenn man möchte, den Abend durch. Jo, und dann haben wir noch Frankreich, die Ligue 1, die spielt diese Woche einen Ligaspieltag und zwar komplett heute Abend. 10 Spiele, 5 Stück um 19 Uhr, 5 Stück um 21 Uhr. Hier ist die Anlaufstelle wieder der Zone. Die zeigen um 7 Uhr Bordeaux gegen Lille. Und um 21 Uhr dann 4 Partien gleichzeitig, unter anderem die Spiele von PSG, von Lyon, von Olympique Marseille und von Monaco. Da kann man also auch noch wählen, wenn man möchte. Ein breites Angebot an Fußball also am Abend, aber ich denke mal, DFB-Pokal, das ist wahrscheinlich das, was so raussticht an der Stelle. Vor allem nach den heißen Dingern da von gestern Abend. Kommen wir zum Tennis und meinem Lieblingsthema. Was war, was ist, was wird sein, wenn ihr dieses Video abguckt oder abhört. Ich sage mal kurz den Stand der Dinge, was passiert ist seit gestern, seit dem gestrigen Video. Vielleicht kriegen wir es so irgendwie hin. Mona Bartel ist ausgeschieden beim Yarra Valley Classic. Da ist jetzt auch niemand mehr aus deutscher Sicht im Rennen. Beim Great Ocean Road Open Turnier ist Yannick Hanfmann ausgeschieden seit gestern. Cedric Marcel Stäbe ist weitergekommen, der hat gewonnen und spielt jetzt gegen Kevin Anderson. Dazu Dominik Köpfer noch im Doppel mit Tennis Sandgren drin, sagte ich ja auch. Die spielen, glaube ich, auch heute, je nachdem, wann ihr das Video halt guckt, heute oder morgen. Also die sind aber noch dabei. Stand jetzt. Bei der Gippsland Trophy ist Laura Siegemund im Einzel weitergekommen und im Doppel weitergekommen. Erneut, tolle Sache. Und im Einzel geht es jetzt gegen Simona Halep. Auch das, wenn ihr dieses Video früh genug hört, könnt ihr noch gucken. Ansonsten schaut nach, wie es ausgegangen ist. Oder ich sage euch dann morgen entsprechend Bescheid im nächsten Video. Bei der Grampians Trophy steigt Angie Kerber ein gegen Siniakova. Das hatte ich auch schon gesagt. Und ATP Cup. Da gab es in der deutschen Gruppe das erste Spiel Serbien gegen Kanada. Das haben die Serben gewonnen mit 2:1. Und in der Nacht, jetzt muss ich ja genau aufpassen, in der heutigen Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch, hat Deutschland seinen ersten Auftritt gegen Kanada. Und wenn die Kanadier verlieren, sind sie raus. Oder verloren haben oder gerade verlieren, ne? Dann sind sie draußen und dann haben wir mit Deutschland gegen Serbien ein Endspiel sozusagen ums Halbfinale, um den Gruppensieg. Sollte Kanada gewinnen, dann geht es um möglicherweise um die Satzdifferenz, um die Spieldifferenz, das müssen wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Außerdem heute Nacht noch Italien gegen Frankreich, da kann Italien mit einem Sieg schon das Halbfinale klar machen. Und ab 6 Uhr Mittwoch, 6 Uhr früh, Mittwochszeit, also heute, könnt ihr noch gucken, Australien gegen Griechenland, die Australier mit einer Niederlage draußen vorzeitig und Russland gegen Japan, da wären die Russen mit einem Sieg vorzeitig weiter. ATP Cup zu sehen, wieder auf Sky Sport oder auf Servus TV und die anderen Turniere, die ich schon genannt habe, da bleibt es auch dabei, die Damenturniere ab heute Nacht, so gegen Mitternacht, 12:30 auf der Zone zu sehen und die Männerturniere, die gibt es auf Eurosport ab 7 Uhr morgen früh, nee, heute, also heute früh und morgen früh, wie gesagt, je nachdem man hier halt schaut, 7 Uhr morgens übertragen die diese Turniere. Guckt rein, wenn ihr möchtet, Sky Sport, Servus TV, The Zone und Eurosport, irgendwo wird schon Tennis laufen aus Australien. Die anderen Wettbewerbe, die auch noch stattfinden aus den heimischen Mannschaftssportarten, die sind zu zivilen europäischen Zeiten, da fällt es mir auch leichter, die zu bewerben. Eishockey ab 18:30 auf Magenta Sport mit Spielen aus der DEL Nord und zwar Eisbären Berlin gegen Düsseldorf und im Anschluss daran haben wir Krefeld gegen Iserlohn. Dann gibt es Handball und zwar die European League mit dem zweiten Spiel, mit dem Rückspiel sozusagen von Schaffhausen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das hatten wir gestern, das Hinspiel. 30:30 ist ausgegangen, also unentschieden.
die Rhein-Neckar-Löwen Gruppenerster momentan weiterhin. Und das Rückspiel heute ab 18:45 Uhr, wer gucken möchte, auf DAZN. Und dann gibt es noch auf Magenta Sport Basketball. Und zwar ab 19 Uhr Bamberg gegen Weißenfels und Würzburg gegen München haben wir noch. Danach dann auch auf Magenta. Und die BBL-Partie zwischen Chemnitz und Braunschweig, die wurde für heute Abend abgesagt. C'est tout pour aujourd'hui. Wir sehen uns morgen früh wieder, wenn ihr möchtet. Ich würde mich freuen und vielleicht haben wir bis dahin noch die 4 Abonnenten gefunden, die ich gerne hätte. Habt Spaß und genießt den Tag. Bis dann. Tschüss.